Hallo zusammen und willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Mein Name ist Sylvia Walter, ich bin Redaktorin im Märkteressort der F&W. Ja, die meisten Aktienindizes sind innerhalb Monatsfrist gestiegen. Sie können bei uns dann auch online lesen, welcher europäische Aktienindex auf der Überholspur ist. Natürlich sehen Sie das dann auch in unserer Printausgabe. Doch viele Anleger trauen dem Frieden nicht. In China steigen wieder die Covid-Zahlen. Man fragt sich, ist der Höhepunkt der Inflation jetzt wirklich überwunden? Werden die Zinsen fallen? Und wann schlägt die Rezession denn so richtig ein? Und was von diesen ganzen Risiken ist überhaupt eingepreist? Ja, unser Cocktail setzt sich heute wie folgt zusammen. Ich präsentiere Ihnen erst am Schluss einen strategischen Aktientipp. Es handelt sich dabei um einen Schweizer Titel. Es ist ein Unternehmen aus dem Tessin, dessen Valor in diesem Jahr sehr stark abgestraft wurde. Davor werden wir aber das klassische 60-40-Portfolio und die Zinsentwicklung analysieren. Dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio Philipp Begler, Ressortleiter Märkte bei der Finanz und Wirtschaft. Und CEO und Marktstratege von invest.ch, Roland Vogt. Ich freue mich auf eure Diskussion. The floor is yours. Das Standardportfolio hat ein miserables Jahr. Es besteht zu 60% aus Aktien und zu 40% aus Obligationen. Es ist Grundlage oder Ausgangspunkt für Pensionskassen und für viele Vermögensverwalter. Ziel ist die Diversifikation. Wenn die Börse fällt, dann sollen die Obligationen das Portfolio stabilisieren. Dieses Jahr hat das überhaupt nicht funktioniert. Aktien und Anleihen sind gleichzeitig gefallen. Der SMI hat bis jetzt 14% verloren gegenüber Jahresanfang. Der Swiss Bond Index mit Obligationen guter Bonität, der hat 10% verloren. Im Sommer sah die Zwischenbilanz noch viel schlechter aus. Trotzdem, Anlagespezialisten setzen weiterhin auf 60% Aktien und 40% Anleihen als Ausgangspunkt für ihr Portfolio. Letzthin habe ich mit Sibyl Wies gesprochen. Sie ist Anlagechefin vom Vermögensverwalter Tareno aus Basel. Und sie sagt, das 60-40-Portfolio hat einen der größten Rückschläge aller Zeiten erlebt dieses Jahr. Der Grund ist die Inflationsgefahr und das gleichzeitige Wachstumsrisiko. Das hat Anleihen und Aktien gleichermaßen belastet. Aber, sagt Frau Wies, in der Vergangenheit hat sich das 60-40-Portfolio bewährt. Und ein solcher Rückschlag wie jetzt, das wird nicht zur Regel. Die gewünschte negative Korrelation, das heißt, wenn sich Aktien und Anleihen gegenläufig bewegen und das Portfolio diversifizieren, diese negative Korrelation, die komme zurück, sobald die Inflation unter Kontrolle ist, und das werde früher oder später der Fall sein. Ähnlich argumentiert Fernando Martins da Silva. Er ist Anlagestratege bei der Waadtländer Kantonalbank. Er hat mir gesagt, die goldene Zeit des 60-40-Portfolios, die war vom Jahr 2000 bis 2020 mit geringer Inflation und lockerer Geldpolitik. Doch in den 20 Jahren davor, ab 1980, da war Inflation ein Problem. Die Zentralbanken mussten immer wieder die Zinsen erhöhen und das hat die Anleihen nach unten gedrückt und die Aktien gebremst. Er sagt aber, auch in Zukunft, wenn eine Rezession eintritt, dann werden die langfristigen Zinsen sinken und damit die Kurse der Obligationen steigen. Das Zinsniveau und die Kurse der Obligationen bewegen sich immer gegenläufig. Die Anlagespezialisten setzen also weiterhin auf das 60-40-Portfolio als Grundlage. Roland, was hältst du von diesem Portfolio? Ist das sinnvoll, dass man das als Grundkonzept verwendet? Ja, also wenn man dieses Konzept verfolgt, hat das natürlich verschiedene Vorteile. Zum einen muss man keine großen, gewichtigen Entscheidungen fällen. Man fährt es einfach weiter und hinterfragt das Konzept per se eigentlich nicht. Jetzt, ich bin seit 31 Jahren im Business und es gab ja da schon verschiedene Krisen. Jedes Mal, wenn die Krise den Höhepunkt erreicht hatte, war genau diese 60-40, diese statische Ausrichtung
ein Problem, weil dann alle zur selben Zeit dasselbe Problem hatten. Ich denke, dass ein bisschen mehr Diversität, das ist ja überall sonst auch das Thema, halt auch bei diesen Konzepten sinnvoll wäre. Also, dass man da auch ein bisschen mehr Market Timing betreiben würde und von dieser doch relativ starren Regel dann halt auch zeitweise davon gehen kann. Wer könnte jetzt Anleihen kaufen? Der oben möglichst wenig hatte. Aber wenn alle starr einfach an dieser Mindestgröße festhalten, dann hast du halt einfach keine Käufer und die Kurse fallen umso stärker. Also viele Vermögensverwalter haben ja eine strategische Anlageaufteilung, eben mit 60-40 oder so ähnlich. Und dann machen sie ja dann aber schon taktische Anpassungen und setzen kurzfristig ein bisschen ein Übergewicht in Aktien, ein bisschen ein Untergewicht in Anleihen oder so ähnlich. Das genügt nicht für Diversität. Also mit den Spezialisten, wo ich gesprochen habe, dort habe ich eigentlich festgestellt über die letzten Jahre, dass der Korridor eher enger wurde und dass auch weniger Leute da im Business sind, die sich wirklich mit dem Geschäft auskennen. Es hat überall mehr Juristen. Und ich weiß halt auch nicht, ich denke, da würde eine Abkehr von dieser Entwicklung, die wäre sinnvoll. Und dann würden wir auch nicht so einseitige Belastungen sehen auf dem Markt. Es ist wie am Aktienmarkt, wenn du Short-Positionen verbietest, dann hat es unten niemanden, der kaufen kann, um seine Shorts zu schließen. Und alle haben zur selben Zeit das Problem. Und so ist es eigentlich auch mit den Anleihen. Es ist bequem, eine solche starre Strategie zu fahren und man ist dann scheinbar gut abgestützt mit Studien, die in die Vergangenheit weisen, also eigentlich ein Backtest ist. Aber die Umsetzung ist wahrscheinlich schwierig für viele, beispielsweise Pensionskassenverwalter, wenn sie dann davon abweichen würden und es geht mal schief. Dann müssen Sie dem Stiftungsrat erklären, weshalb Sie jetzt keine Obligationen mehr haben und mit den Aktien ist es runtergegangen. Das ist dann schwierig zu begründen. Ja, diese Leute sind ja alle doch recht gut bezahlt und von denen darf man wohl auch ein bisschen mehr Fachwissen erwarten. Und dann, das birgt halt Risiken, die man dann in Kauf nehmen muss. Aber so ist das Geschäft und ohne Risiken kein Gewinn, das muss man immer wieder betonen. Und dadurch, dass man einfach starr an einer Regel festhält, nimmt man sich natürlich auch weg von großen Entscheidungen. Es ist bequemer. Ja, und das Resultat sehen wir ja. Im Übrigen schauen wir nur mal 5-6 Wochen zurück nach Großbritannien. Was haben wir dort gesehen? Die Pensionskassen in großen Problemen mussten gerettet werden. Weshalb? Weil der Markt zusammengekippt war, alle waren auf derselben Seite. Da muss der Staat eingreifen, die Notenbank und die institutionellen Anleger quasi raushauen. Ja, ja da kannst du natürlich dann ein halbes Jahr später schon behaupten, das Konzept funktioniert. Aber es funktioniert eben nur, wenn immer der Rettungsring hingeworfen wird. Das ist de facto wirklich nicht so. Was wäre ein besseres Konzept? Gibt es eine Idee, wie vielleicht Vermögensverwalter das anders konzipieren könnten? Ja, wie gesagt, ich glaube, Diversität, also man kann so ein Portfolio fahren, aber man sollte halt einfach größere Abweichungen fahren und es sollte halt auch möglich sein, mit einem absoluten Minimum an Anleihen zu fahren. Natürlich musste man jetzt da vor einem Jahr argumentieren und halt vor vielen Leuten mitunter begründen, weshalb man das so macht, aber es war richtig. Und man muss halt solche Entscheidungen auch treffen können. Dann kann man jetzt auch zukaufen, völlig bequem. Das würde heißen, also man muss ein Market Timing machen, man muss sich getrauen, eine Meinung zu haben und die auch zu vertreten. Ja, ich meine, wenn man jetzt ins Banking schaut, in den Handel, woher kommen die Gewinne? Vom Kaufen und Verkaufen und zwar vom Timing, vom Rechtzeitigen. Und da gibt es natürlich nicht mehr allzu viele Leute, die sich so etwas zutrauen. Und dafür umso mehr die belegen, dass Market Timing nicht möglich ist. Das dient natürlich dann dem ganzen System und so bleibt das einfach, wie es ist. Für Aktien und für Obligationen wichtig sind also die Zinsen. Und da fragt sich, wie geht es da weiter? Die Notenbanken sind dabei, die Zinsen zu erhöhen.
Roland, was meinst du, was machen Sie in nächster Zeit? Werden die Zinsen höher steigen, als es der Markt derzeit erwartet? Ja, wenn man sich jetzt so umhört und umschaut, was so die Politik der Notenbanken ist, glaube ich, darf man damit rechnen, dass die Zinsen nochmals anheben, einfach auch um die Spekulation an den Finanzmärkten zu bremsen. Das ist offensichtlich ein Ziel von ihnen. Also quasi, sie müssen die Finanzmärkte zurückbinden, dass nicht zu viel Schub reinkommt und dann wieder Inflationsdruck kommt. Ja, und ich glaube, was wir jetzt die letzten zwei Wochen vor allem gesehen haben, gibt ihnen genau gerade recht. Es läuft einfach zu viel auf dieser Seite und das werden sie gut beobachtet haben. Könnte es also für Anleihen und Aktien schwierig werden. Was meinst du zu den langfristigen Zinsen, zu den 10-Jährigen zum Beispiel? Kann man da eine Prognose stellen, wie das weitergeht? Ja, also die Weitsicht ist im Augenblick wirklich etwas begrenzt, weil es hat viele Maßnahmen, die natürlich die Märkte beeinflussen. Was ich soweit sagen kann, wir haben jetzt auch rund 5 Wochen etwas sinkende Zinsen gesehen am langen Ende. Und jetzt nach unseren Modellen sieht so aus, dass wir jetzt da den Zinsrückgang jetzt gehabt haben und jetzt kommt wieder ein neuer Anstieg. Wie lange das aber läuft und wie tief das dann geht mit den Anleihen, das vermag ich jetzt im Augenblick noch nicht vorher zu sagen. Gut, trotz oder gerade wegen der schwierigen Konstellation an den Märkten kommen wir jetzt zu unserem Aktientipp. Ich hatte es am Anfang schon angekündigt, jetzt kommen wir zum Aktientipp. Wie gesagt, es ist ein Tessiner Unternehmen aus der Branche Maschinen- und Apparatebau. Der Kurs hat sich inner Jahresfrist mehr als halbiert. Aktuell liegt er etwa bei 2.110 Franken. Die Korrektur ist wesentlich und auch breiter als beim Vergleichsindex, dem SPI. Es geht um das Unternehmen Interroll. Wir haben wirklich das Gefühl, die Aktien ist ein Schnäppchen. Und die Börse honoriert auch den Umsatzerfolg des Unternehmens im laufenden Jahr nicht. Was macht Interroll eigentlich genau? Sie verbessern die Effizienz von Lagersystemen, automatisieren diese auch, senken somit die Energie- und Instandhaltungskosten ihrer Kunden. Die Produkte sind essentiell, um Verteilzentren zu dezentralisieren und die Lieferzeiten zu verkürzen. Lieferzeiten, das wissen Sie, waren während der Pandemie natürlich ein großes Thema. Und genau in diese Lücke stößt das Unternehmen vor. Die Kunden von Interroll sind Onlinehändler wie beispielsweise Amazon, Zalando, auch Industrieunternehmen wie Siemens bis zu Flughäfen und Kurierdiensten. Das Unternehmen ist global präsent. Sie haben auch einen Industriestandort in China eröffnet. Das Management ist sehr stabil, langfristig orientiert. Aber ich möchte die Schwächen auch nicht vorenthalten. Es gibt trotz der Fabrik in China eine eher geringe Präsenz in Asien und mit der drohenden Rezession könnte es natürlich sein, dass die Investitionsbereitschaft der Kunden von Interroll eher etwas abnimmt. Also eine zyklische Komponente, die da durchaus hineinspielt. Unsere Abonnenten wissen es. Alles Weitere über Interroll und viele andere Schweizer Unternehmen können Sie bei Die Analyse auf unserer Webseite nachlesen. Ja, und das war's schon wieder vom F&W Börsencocktail. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bewerten Sie uns auch, wenn es Ihnen gefallen hat, aber auch natürlich, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Wir nehmen gerne Kritik entgegen. Teilen Sie uns, empfehlen Sie uns in Ihrem Netzwerk weiter und lassen Sie uns auch Ihre Wünsche für künftige Sendungen wissen. Bis zum nächsten Mal.